Wirkungsschaden, Dauer. Betäubungsdauer für Sekunden. Schöner gegen Schilde. Ja. Gut. Wir müssen ganz in der Nähe der Steuerung sein. Gehen wir weiter. Ja, machen wir. Keine Munition hier. Eine letzte Relikttür. Die Steuerung liegt direkt vor Ihnen. Die Daten deuten auf mehrere Startbuchten sowie mögliche Informationen zur Verwendung von Meridian hin. Okay. Sam, ist alles bereit? Relevante Daten für Upload bereit. Okay, dann wollen wir mal. Wow. Die Schiffe sind gestartet. Sie folgen dem Override-Vektor. Die Geißel bewegt sich, aber sie kommen durch zu was auch immer. Meridian, Pathfinder. Ist das ein Planet? Er sieht künstlich aus. Nö, nee, echt? Das stimmt. Laut Daten ist er hohl. Eine autarke Saatwelt, das Herz des Gewölbenetzwerks. Wird sie reaktiviert, beeinflusst das alle verbundenen Planeten. Sie kann Helios zu einer Heimat machen. Auf diesen Tag hat jeder von uns hingearbeitet, seit wir unsere Galaxie verlassen haben. Ja. Meinen Glückwunsch, Pathfinder. Welch großer Tag für uns. Oh. Sam, Tempest, was geht da vor sich? Nee. Ich hatte dich für einen würdigen Rivalen gehalten, aber du bist eine Fälschung, eine Lüge. Als ich erkannte, was dich zu etwas Besonderem machte, deine Verbindung, wusste ich, wie und wann ich sie dir nehmen würde. Oh. Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Stern benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Aua. Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein weiterer Grund, die Hyperion zu kapern. Hallo, Tür. Stürze in die Finsternis, Pathfinder. Du warst beinahe würdig. Was? Nee. In die Krankenstation, dort sind sie sicher. Was geht hier vor? Wüsste ich auch gern. Hallo, Sarah. Sam? Wie kommst du? Was ist da draußen los? Sie töten die Leute. Kehrtruppen durchkämmen das Schiff. Sie suchen nach ihnen. Sarah, der Pathfinder, braucht ihre Hilfe. Das ist verrückt. Er hat Meridian doch fast. Der Archon hat meine Verbindung zum Implantat ihres Bruders unterbrochen. Wird sie nicht manuell wiederhergestellt, stirbt er. Was? Sarah, bitte. Holen Sie sich an die Proka 4 eine Waffe. Verdammt! Oh Gott, ist das Spiel Sarah? Okay. Worum geht es hier, Sam? Was weißt du? Der Archon hat es nicht auf die Hyperion abgesehen. Er will sie und mich. Sie haben das gleiche Implantat wie der Pathfinder. Er wird uns benutzen, um Meridian zu kontrollieren. Und ihr Bruder wird sterben. Der Archon wird ihn töten? Nein. Mich zu verlieren wird ihn umbringen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen im Kampf nicht helfen kann. Ich habe zu viele Funktionen des Implantats Ihres Bruders übernommen. Mich zu verlieren, wird ihn töten. Als die Kommunikation ausgefallen ist, ist also auch er zusammengebrochen? Beeilen Sie sich, Sir. Alter, habe ich jetzt echt nur die Waffe? Das ist doch wohl ein Witz. Zeig dich, Arsch. Habe ich ihn erwischt? Ich könnte noch gut eine Waffe gebrauchen hier. Von mir ist auch von den Cat. Toll, Munition kriege ich schon mal. Ganz toll. Achtung, Sarah, erschießen Sie sie!
Mann! Sarah! Sam sagte, sie wollen sich zum Funk-Override durchkämpfen. Ja, muss ich ja. Ich weiß, Sam ist vollkommen verrückt geworden. Nein, was ich meinte ist, nehmen Sie den Wartungszugang. Wenn der Pathfinder in Schwierigkeiten steckt, müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ihm zu helfen. Ich hätte mal gut eine andere Waffe gebrauchen. Eine Pistole, ey. Was ist das denn für eine Logik hier? Haltet sie auf! Sarah muss diesen Wartungszugang erreichen. Das halten sie nicht lange durch, dann. Dann beeilen sie sich besser. Sehen sie zu, dass sie zum QVK kommen. Verdammt nochmal, jetzt gehen sie schon! Na los! Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden sie aufhalten. Wir geben ihnen Deckung. Laufen sie zum Zugangstunnel! Na los! Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden sie aufhalten. Wir geben ihnen Deckung. Laufen sie zum Zugangstunnel! Ich will die alle platt machen. Nochmal, jetzt gehen sie schon. Ich will die alle platt machen. Na los, sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden sie aufhalten. Wir geben ihnen Deckung. Laufen sie zum Zugangstunnel. Verdammt nochmal, jetzt gehen sie schon. Na los, sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden sie aufhalten. Deckung. Laufen Sie zum Zugangstunnel. Na los, Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden Sie aufhalten. Ha. Was? Lol, auf einmal? Laufen Sie zum Zugangstunnel. Hä? Was ein Schwachsinn. Wehe, das ist jetzt... Haltet Sie auf. Sarah muss diesen Wartungszugang erreichen. Das halten Sie nicht lange durch, dann. Dann beeilen Sie sich besser. Sehen Sie zu, dass Sie zum QVK kommen. Wir geben Ihnen Deckung. Laufen Sie zum Zugangstunnel. Na los, Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden Sie aufhalten. Wir geben Ihnen Deckung. Laufen Sie zum Zugangstunnel. So, da ist einer weg. Verdammt nochmal, jetzt gehen Sie schon. Na los. Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden sie aufhalten. Wir geben ihnen Deckung. Laufen sie zum Zugangstunnel. Verdammt nochmal, jetzt gehen sie schon. Ich kann euch nicht einfach so alleine lassen hier, Leute. Das geht nicht. Na los, sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden sie aufhalten. Verdammt nochmal, jetzt gehen sie schon. Zeig dich jetzt endlich da, du Arsch. Wo ist der denn? Na los. Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden sie aufhalten. Wir geben ihnen Deckung. Laufen sie zum Zugangstunnel. Verdammt nochmal, jetzt gehen sie schon. Na los, sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden sie aufhalten. Geht doch. Wir geben ihnen Deckung. Laufen sie zum Zugangstunnel. Verdammt nochmal, jetzt gehen sie schon! Das war heftig. Sie müssen zu diesem Relais, bevor uns noch weitere Kette aufspüren. Naja. Wenn wir eine vernünftige Waffe hier hätten, ey. Danke. Das ist alles, was der Pathfinder braucht. Jetzt habe ich das ja auf klein wieder, ey. Dieses und verdammte Spiel, ey. Echt. Dann weiß er, wo ich bin. Es tut mir leid. Mir auch, Sam. Mir auch. Liar Shurit! Oh ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Dankeschön. Ich möchte doch gerne wieder die Grafik umstellen. Du beschissenes Spiel. Oh, ey. Sie geht einfach nicht auf, verdammt! Tempest! Der
Der Pathfinder ist zusammengebrochen. Right. So. Einmal kurz mal Pause hier. Ja, sehr lustig auf jeden Fall, dass einfach mal die Grafik ändert. Genauso wie Serb. Wir müssen wieder zurück. Moment mal, das geht nicht. Das ist eine Relikttür. Sie brauchen Sam. Wir müssen zurück. Hören Sie auf, das jetzt schadet Ihnen. Stell dich nicht so an, jetzt mach das hier. Weg. Wir müssen zurück. Sie bewegt sich. Ryder, das reicht jetzt. Alle guten Dinge sind drei, komm. Ich fasse es nicht. Geht es Ihnen gut? Wir müssen zur Tempest. Beeilung! Alle Beeilung, ja, dann lauf auch. Versuchen Sie es jetzt mal. Pathfinder. Oh, bitte kommen. Wir hören Sie, Tempest. Ich hab ihn. Hey! Pathfinder, die Cats haben die Kommunikation lahmgelegt und die Hyperion gekapert. Ich weiß. Der Archon hat das geplant, seit wir auf seinem Flaggschiff waren. Er hat mich benutzt. Der Pathfinder braucht medizinische Hilfe. Wir erhalten Berichte von überall. Sämtliche verbliebenen Cat-Schiffe haben sich in Bewegung gesetzt. Das hat der Archon veranlasst. Wenn er Meridian bekommt, wird er Welten zerstören. Angefangen mit Eos. Er denkt, er hätte gewonnen. Pathfinder? Es fühlt sich irgendwie so an, als hätte er damit recht. Da sind sie ja. Sie müssen damit aufhören. Ich werde es versuchen. Was ist mit der Arche? Sie ist immer noch mit einer kleinen Flotte auf dem Weg nach Meridian. Sie haben das letzte Signal von ihr empfangen. So leicht gehen wir nicht auf. Wir müssen hinterher. Wir brauchen einen Plan. Schiff stoppen, Arsch töten. Und wie? Er hat Sam. Er hat Schiffe. Aber ich kann immer noch etwas tun. Er hat die Hyperion. Und damit wie viele tausend Geiseln? Wie viele Welten zerstört er, wenn wir nichts tun? Und wie viele retten wir, wenn wir uns umbringen lassen? Tja, irgendwas müssen wir tun. Ich weiß, aber die Tempest ist nur ein Schiff und sie ist unbewaffnet. Jetzt geht's los, ey. Oh. Was passiert denn jetzt bitte? Sie, das ist einfach unglaublich. Können Sie sie dazu bringen, für uns zu kämpfen? Damit können wir die Cat schlagen. Diese Hoffnung könnte andere dazu bringen, uns zu helfen, aus dem gesamten Cluster. Gemeinsam haben wir eine echte Chance. Ziehen wir in ein letztes Gefecht. Wir werden kein Leben sinnlos opfern, aber mit den Relikten können wir es schaffen. Richtig? Richtig. Wissensdurst und Klugheit haben uns hierher gebracht. Wir sind Entdecker, keine Armee. Und genau darin liegt unsere Stärke. Ja, wir wurden überrumpelt. Der Archon beherrscht sein Spiel. Also ändern wir die Regeln. Nee. Was auch immer wir da gemacht haben. Das sieht gut aus. Er wies sich anders aus. Alle bereiten sich vor, Pathfinder. Aber wir beide sollten uns unterhalten.